wusste gar nicht, dass es sowas nochmal gibt. Weil die in Blackpool, die ist ja echt alt. Ich glaube 40er oder sowas. Starker Motor anscheinend. So. Oh, und die Wasserbahn müssen wir gleich fahren. Mitarbeiter, da ist echt die Treppe runtergelaufen. Okay, safety first. Warum gab es so Hüpfbogen-Spielplätze bei uns damals nicht? Das ist gut mit den Propellern vorne dran, da müssen die nämlich nicht von Hand die Bäume schneiden.
so an sich, dass alle Fahrten unglaublich lange gehen. Ja, bei dem Fahrgestell musst du halt lange fahren. Ja, ja. Ich glaube, einmal braucht der Motor halt ein bisschen. Und jetzt der Bremsvorgang. Der dauert auch. Wenn du jetzt einfach bremsen würdest, ja, knallst du einfach hier mit voll gegen. Richtig. Wahrscheinlich auch harmonischer ist oder so, muss ja auch so langsam starten. Ja, ja. Wo trainieren die denn jetzt gleich Quidditch? Das ist die Frage, das würde ich mir gerne angucken. Ja, ich würde es auch gerne mal sehen, tatsächlich. Da hinten, auf der Wiese, glaube ich. Hat sich jemand diesen Luftschlösser an Wolken, weißt du? Was? Drumflucht? Was? Das Ding heißt hier auch noch Dreamflight? Was? Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Die haben sich doch bestimmt nicht von Efteling inspirieren lassen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Die Bahn ist auf. Lech auf. Lech auf. Das hoffentlich rennen jetzt nicht alle, die auf dem Ding hier sitzen, da vorne zur Bahn.